Hallo und herzlich willkommen zu den Sims 2. Heute zu einem Stammbaumvideo von der Familie Max Schulz. Ja, da komme ich gleich mal direkt, gehe ich in den Stammbaum hinein und bei Max findet ihr nichts weiter, weil er einer von den NPCs ist. Also er ist hier bereits erstellt worden und da er sich ganz gut mit der Franziska verstanden hat, habe ich quasi ihn geheiratet. Dann gucken wir aber mal nach Franziska, da schaut es schon ein bisschen anders aus. Franziskas Familie ist in dem Basis-Add-on bereits vorhanden gewesen, ich meine in der Familienbox. Und das ist nämlich John Fröhlich und Jennifer Fröhlich. Übrigens auch Raphael und Raffaela, das sind die Eltern von John, und Diana und Josef sind die Eltern von Jennifer. Franziska war die zweite Tochter, also der John und die Jennifer kamen damals mit dem Kind Lucy hier an quasi und sind eingezogen in ein Haus. Und die zweite Tochter war dann Franziska und später kam noch die Jenny nach, die momentan gerade erwachsen geworden ist und in dem, in dem Familienhaus quasi wohnt. Franziska hat also dann den Max geheiratet und die beiden haben zwei Kinder, nämlich den Sören und die Sally. Ja, und das war es hier in dem Sinne schon, weil ich nicht zu viel zu erzählen habe, außer Franziskas Stammbaum. Also eigentlich könnte man jetzt sagen, es ist der Familienstammbaum von Franziska Schulz. Ich glaube, so werde ich auch das Video jetzt dann auch benennen. Nochmal ganz kurz vielleicht so das Haus, dass ihr das Haus mal ein bisschen von außen seht. Ich habe also auch schon von außen so ein bisschen was gemacht. Man könnte noch ein bisschen, ein bisschen frühlingshafter vielleicht das ein oder andere noch machen. Mal schauen. Zum Beispiel auch die Terrasse habe ich noch gar nicht bestückt. Also da könnte man vielleicht sogar auch noch was drauf machen. Ups. Schön, dass ihr es eigentlich seht. Von hier aus sieht man hier nach drüben. Da wohnt die Jenny. Das ist quasi Franziskas. Halt, wo ist sie da? Ist Franziskas Elternhaus, so sagt man ja. Ihr Elternhaus, also da wohnt ihre Schwester. Die Jenny jetzt. Momentan noch ganz allein. So, ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von den Sims. Lass es dir gut gehen. Ciao, goodbye. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.